Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Ortegas Gamebox. Heute mal was ganz was Neues. Wir sind hier bei Jurassic World Evolution. Und zwar geht's heute um Folgendes. Ich wollte euch oder mit euch die Isla Sorna Anlage B machen, und zwar in der Chaos-Theorie. Ich würde sagen, da kann ich eine ganze Staffel davon machen. Bereits abgeschlossen habe ich den normalen Jurassic Park. Jurassic Park San Diego ist abgeschlossen und Jurassic World ist abgeschlossen. Dann geht es jetzt in den dritten Teil von Jurassic Park und es wäre dann Isla Sorna, und zwar mit der Anlage B. Und da wollte ich mit euch reingucken, mal was ganz was Neues auf meinem Kanal. Und was haben wir denn hier? Neues Spiel starten. Bestehende automatische Speicherstände werden überschrieben. Fortfahren. Ja, können wir fortfahren. Menschen und Saurier hätten einander auf keinen Fall so nahe sein sollen. San Diego verdiente etwas Besseres. So wie die Saurier. Aber Menschen, tja, sind neugierig, vorhersehbar und habgierig. Diese Eindringlinge verursachten mehr Chaos, als sie ahnen konnten. Während unserer Abwesenheit wurde aus den menschlichen Wärtern eine Gefahr. Simon Masrani wollte John Hammonds Vision verwirklichen. Größer, schöner, ambitionierter als das Original. Doch die Saurier haben ihre eigenen Pläne. Jagen, fressen, sich eine Nische in dieser neuen Welt erobern. Mal sehen, wie sich alles entwickelt, wenn du mit dabei bist. Stehe ihnen nicht im Weg. Sonst wiederholst du nur die Vergangenheit. Ja, wir wiederholen die Vergangenheit, und zwar in Isla Sorna. Das ist Anlage B. Ich glaube, ich habe den Film gar nicht gesehen. Ich bin mir gar nicht Hier sicher. hat sich also all die Aufregung zugetragen. Ja, hier ist es. Einfach unglaublich. Und hier fangen wir wieder an. Neben dem Einfangen der Saurier, die uns als Grundlage dienen, habe ich InGen gekauft, weil ich an die Wissenschaft glaube. Sie können ihre Ergebnisse doch reproduzieren. Natürlich kann ich das. Aber es bedarf großer Anstrengungen. Und Ressourcen, die Forschung wieder auf dieses Niveau zu bringen. Und sie werden für ihre Bemühungen angemessen entlohnt. Natürlich erwarte ich Ergebnisse. Und die bekommen sie. So, es geht los in Ich Folge hoffe, du Nummer hast dich 1. gut eingelebt und bist bereit. Das ist Lily Halford. Sie koordiniert den Betrieb. Miss Halford? Danke, Mr. Masrani. Ich denke, ich spreche für alle hier, wenn ich sage, dass wir sehr dankbar für diese Gelegenheit sind. Als kleiner Junge liebte ich es, mit Spielzeugzoos zu spielen. Und nun, mit dieser Insel und den Sauriern, besitze ich das größte Spielzeugset überhaupt. Ich will diese Freude, die Aufregung, die ich als Kind hatte, ich will, dass alle sie spüren. Sie machen das möglich. Wir müssen zuerst ein Kontrollzentrum und eine Unterstützungsanlage in Betrieb nehmen. Und die brauchen alle Strom. Damit hätten wir eine starke Basis. Und dann die Saurier. Das ist der Plan. Das ist meine Investition. In die Vision und in meine Leute. Bitte, ich möchte dem nicht im Weg stehen. Okay, ihr habt's gehört. Kontrollzentrum und Unterstützungsanlage. Das werden jetzt mal so die ersten Gebäude sein, die wir hier bauen in Anlage B. Ich habe jetzt nur den Standardweg, das ist jetzt aber auch kein Drama. Wir haben jetzt erstmal hier gar nichts wirklich Großartiges. Ich verbinde das Ganze dann gleich mal mit einer Straße und ich würde sagen, die Unterstützungsanlage bauen wir auch gleich in unmittelbarer Nähe. Moment, ich habe hier gar keine Unterstützungsanlage. Ein Wissenschaftszentrum. Was ist das? Der Ankunftsort ist das. Okay, das ist der Ankunftsort und das ist das Kontrollzentrum. Ich schau mal. Ah, okay, wir haben also hier wenig Platz, wenig Bereich. Das ist der Wildbereich. Hier ist irgendwas. Was ist denn das hier? Ah, hier sind Stegos. Das sind Stegosaurier. Okay. Stegosaurier. Was haben wir hier? Ankylos. Ja, guck mal nochmal rein. Ankylo. Der trinkt gerade.
Okay, also wir können jetzt hier wenig machen. Ich schaue die Karte nochmal von vorne an, von oben. Okay, also hier haben wir wenig Bereiche da, wo wir jetzt bauen können. Das macht aber jetzt gar nichts. Würde sagen, als nächstes, glaube ich, wäre es doch am sinnvollsten. Unterstützungsanlage. Bauen wir mal die Unterstützungsanlage. Okay, hier haben wir jetzt wenig Platz. Das ist hier oben ein bisschen ungünstig. Ich würde sagen, bauen wir sie hierher. Jawohl. Eine Unterstützungsanlage. Okay, dann können wir nämlich mit unserer Mission fortschreiten. Das Ganze muss dann noch mit Strom versorgt werden. So wie das jetzt hier aussieht. Keine Stromquelle. Ja gut. Jetzt bauen wir es erstmal. Dann schauen wir, was passiert. Kein Strom. Genau, das war das, was ich befürchtet habe. Wenn wir keinen Strom haben, dann bauen wir einen Notfallgenerator. Und den bauen wir am besten. Können wir den hinbauen. Hier ist ein bisschen ungünstig. Es ist überhaupt ein bisschen ungünstig hier. Was ist hier hinten? Ich weiß nicht, wie viel Platz wir hier brauchen werden. Aber ich baue jetzt mal den Stromgenerator einfach hierher. Okay, Hilfe fokussieren. Nähere dich dem Saurier und verwende dann R3 zur Zielerfassung, damit dein Schütze eine freie Schussbahn hat. Okay. Feuere mit R1 einen Beruhigungspfeil ab, während du fokussierst. Für manche Saurier brauchst du mehr als einen Pfeil. Das wissen wir ja, oder ich weiß es zumindest. Der Ankylosaurus. Tolles Reptil. Fange ihn und setze ihn in einem Gehege aus. Okay, fange ihn und setze ihn in einem Gehege aus. Jetzt haben wir nur ein Problem. Und zwar, wir haben überhaupt kein Gehege. Das heißt, Moment, ich werde mal kurz pausieren. Und ich weiß ja nicht, wie es uns vom Geld her reichen wird. Das ist jetzt echt fragwürdig. Wir haben hier einen Ankylosaurus. Ich sehe hier nur einen. Gibt es hier noch mehr? Nee, gibt es nicht mehr. Ja, okay, wir haben einen Ankylosaurus und ich würde sagen, wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein Gehege. Und da kann ich ja jetzt im Endeffekt eigentlich bloß drauf hoffen. Ah, das Gehege, wo könnte ich das hinmachen? Ich würde sagen, machen wir es mal so hier bündig mit der Unterstützungsanlage. Ein viereckiges Gehege. Ein rechteckiges Gehege, sagen wir mal so. Dann gehe ich jetzt mal in die Richtung. Hierher. Okay, hier. Mal hier so rüber. Okay, jetzt ist es kein Rechteck mehr. Jetzt ist es irgendwas. Was aber auch jetzt gar nicht so schlimm ist. Ich baue jetzt hier mal rüber. So, und jetzt miteinander verbunden. Sieht es ganz gut aus. Was fehlt jetzt noch? Ein Tor. Momentan ist sowieso pausiert, das ist kein Problem. Wir könnten ein Tor hierher bauen und zur Sicherheit eben da hinten noch ein Tor, falls ein Ranger-Team gerade auf der Seite unterwegs ist, je nachdem auf welcher Seite sie unterwegs sind. Ich denke mal vom Platz her könnte ein bisschen größer sein. Ist es jetzt aber nicht. Dann schauen wir mal, was wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Wasser. Wasser. Ich würde sagen, Wasser machen wir mal so hier in der Ecke. So, ein bisschen Wasser auf jeden Fall. Und was braucht der Ankylosaurus? Der wird wahrscheinlich irgendwie Pflanzenfaser oder sonst irgendwas. Das werden wir noch rausfinden, was er braucht. Ist auf jeden Fall ein bisschen Wald. Ist schon drin. Wasser ist auch drin. Und da der Ankylosaurus sowieso ein Pflanzenfresser ist, wird es vom Futtern hier oder vom Futter her kein Problem sein. Ich drücke jetzt nochmal auf Start. Fahr dann oder flieg dann direkt zum Ankylosaurus. Dass wir hier zügig vorankommen. Und er wird mir oben angezeigt. Auf meinem Radar. Hier ist der Ankylosaurus. Ja, ich kann mal ein bisschen näher ranfliegen. Zielmodus. So, jawohl. Okay, eins. Ja, okay, der ist betäubt.
Auch das war kein Problem jetzt. Ankylosaurus, den schnappen wir uns auch gleich. So, zack. Wir schnappen uns den Ankylosaurus und setzen ihn gleich mal ins Gehege. Genau, Produkt wird eingesammelt. So, fange und sperre die folgenden wilde Spezies ein, Ankylosaurus. Übernimm von der Unterstützungsanlage aus die direkte Kontrolle über das Einfangteam und wilde Dinosaurier zu finden. Okay. Es sieht gut aus. Wie gesagt, ich glaube, das Gehege könnte ein Stück größer sein. Das werden wir aber jetzt gleich rausfinden, wie es aktuell dann, wie sich's verhält, wie es ausschaut und was der Ankylosaurus dann für Wünsche hegt und pflegt. Gehen wir mal hier drauf. Ein Ranger-Posten. Das Gebäude ist während dieser Phase in der Mission nicht verfügbar. Okay, das macht nichts. Da ist er auch schon, der Ankylo. Ja. Der Ankylosaurus. Und wir können ja ein Ranger-Team selber steuern. Und gleich mal prüfen, welche Bedürfnisse unser Ankylosaurus denn hat. Okay, okay. Fernglas, Moment mal, wie mache ich das? So, ja. Wir arbeiten zwar im Team, aber du verstehst bestimmt, dass meine Vision Vorrang hat. Deshalb möchte ich einen Ranger-Posten, dem auch gleich ein Team zugeteilt wird. Von dort aus kann es dann den Status der Tiere überprüfen. Gemahlene Frucht, große Frucht. Große Frucht, gemahlene Frucht. Okay. Dann machen wir das nochmal hier so. Ich gehe jetzt mal hier so ein bisschen durch. Hier so ein bisschen gemahlene Frucht. Hier und da und dort. Ja, können wir ein bisschen größer machen hier. Gemahlene Frucht. Dass der Ankylo hier versorgt ist. Und was braucht er noch? Gemahlene Frucht. Und gemahlenes Blatt wäre ihm auch ganz recht. Ja, also Frucht hat er. Jetzt quasi noch gemahlenes Blatt. Gehen wir mal so ein bisschen hier. Gemahlen. Weiß gar nicht, ob der Wald braucht. Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Mal schauen, ob der auch Wald braucht. Offenes Gelände. Gemahlene Frucht. Also in dem Fall braucht er jetzt keinen Wald. Dafür umso mehr gemahlenes Blatt. Okay, das erledige ich jetzt einfach noch schnell. Gemahlenes Blatt. Machen wir mal hier so ein bisschen. Also können wir auf den Wald getrost verzichten. Und ich denke mal, er wird jetzt dann zufrieden sein. Ist er aber noch nicht. Ja, es kommt langsam, es kommt. Dauert halt jetzt ein bisschen, bis es sich umgeschaut hat im Gehege. Also, was müssen wir als nächstes bauen? Baue einen Ranger-Posten. Ach genau, baue einen Ranger-Posten. Jetzt ist es doch soweit. Einen Ranger-Posten. Ich würde sagen, ja, der Bereich ist gut. Und schicke einen Ranger oder weise einen Ranger zu. Genau, haben wir auch gemacht. Hat super funktioniert. Ist dein Ankylosaurus glücklich? Um das herauszufinden, behältst du die Geborgenheitsstufe im Auge und erhöhst sie. Ja. Also der ist unheimlich glücklich. Ist er eigentlich bis Orson jetzt... Orson Welles hat mal gesagt, über ein Filmstudio. Er meinte, es war die größte Spielzeugeisenbahn aller Zeiten. Natürlich hatte er keine Saurier. Ich will den Ankylosaurus sehen und beobachten können. Baue bitte eine Beobachtungsplattform. Das klang jetzt zwar eher wie ein Vorschlag, aber ich denke, die Botschaft ist angekommen. Ja, wunderbar. Okay, also.
Beobachtungsplattform, dass der folgende Saurier Beobachtungsplattform sichtbar ist. Auch das ist eigentlich für uns kein Problem. Das ist jetzt die normale Beobachtungsplattform. Ich würde sagen, ja, machen wir es mal so. So? Ja, so geht's nicht. Es ist ja, manchmal, das machen wir anders. Also so, denke ich mal, ist es am einfachsten. Einfach so. So hierher. Ja, genau. Beobachtungsplattform. Da muss ich natürlich den Zaun ein bisschen vergrößern. Aber auch das stellt keine Probleme dar. So. Beobachtungsplattform, dann den bereits bestehenden Zaun dann wegreißen. Das wäre mal der hier und der hier. So, sieht gut aus. Beobachtungsplattform braucht jetzt bloß noch eine Straße. Okay, Straße hier. Machen wir so. 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 So und so. Okay. Sorge dafür, dass folgende Dinosaurier von einer Beobachtungsplattform. Ankylosaurus. Okay, ist aber noch nicht sichtbar. Warum ist er nicht sichtbar? Wo ist denn der jetzt? Ach, da hinten ist der. Ja, okay. Schauen wir mal, ob er überhaupt zufrieden ist. Ja. Bereich ist in Ordnung. Bestand ist auch okay. Wasser hat er auch. Offenes Gelände. Gemahlenes Blatt, gemahlene Frucht. Okay, er ist nur noch nicht sichtbar. Doch, jetzt hat's Wir gepasst. müssen diese Tiere in die externe Halteanlage bringen. Sobald ihre Gehege bereit sind, können wir sie in die Jurassic World holen. Okay, und ich sehe, wir machen zum ersten Mal Plus. Von den Finanzen her geht es jetzt zum ersten Mal nach oben. Und zwar, nächste Aufgabe. Schicke die folgende Spezies mit einem Transport an einen anderen Ort. Ankylosaurus. Betäube den Saurier mit einem Einfangteam und bringe ihn mit dem Transport an einen anderen Ort. Soll das jetzt euer Ernst sein? Okay, jetzt pass auf. Ja gut, wir betäuben den jetzt. Moment, das kann ich jetzt entweder selber machen. Ach komm, mach ich selber, ist ja egal. Steuern. Ich denke mal, dass es eigentlich ziemlich einfach funktionieren müsste. Bring ihn an einen anderen Ort. Also ich bringe ihn jetzt einfach mal hier so, was weiß ich, 30 Meter in eine andere Richtung. Mal schauen, was passiert. Ob das dann so ausreichend ist. Also ich will ihn ja jetzt nicht in ein anderes Gehege setzen. Von daher denke ich mal, dürfte es eigentlich reichen, wenn ich ihn jetzt von dort 30 Meter versetze. Wahrscheinlich geht es aber auch nur darum, zu kapieren, wie es funktioniert. Grundlegendes aus der Rubrik Jurassic World Evolution. Und da kommt auch schon das Ranger-Fahrzeug. Was macht das? Ranger-Fahrzeug? Okay, besucht den Ranger-Posten. So, also unser Ankylosaurus wird wieder abgesetzt. Bin mal gespannt, ob das jetzt so funktioniert. Und schwupps. Abgesetzt. Schicke die folgende Spezies mit einem anderen Ort. Betäube den Saurier mit einem Einfangteam und bringe ihn mit dem Transport an einen anderen Ort. Okay. Okay. Jetzt muss ich aber schon mal.
Jetzt muss ich aber schon mal schauen. Zustimmung. Aktivpostenbewertung. Bringe ihn an einen anderen Ort. Das Suche des Missionshauptziel. Fange und beobachte die Saurier an Standort B und bereite sie auf ihr Debüt in Jurassic World vor. Schicke die folgende Spezies an einen anderen Ort, Ankylosaurus. Missionsbesprechung. Fange und beobachte die Saurier an Standort B und bereite sie auf ihr Debüt in Jurassic World vor. Ah, ich glaube. Moment mal. Also nochmal einfangen. Also jetzt glaube ich, entweder habe ich es jetzt. Mann. Wilder Bereich. Der wilde Bereich. Mal gucken jetzt. Okay, er ist betäubt. Wieder einmal betäubt. Okay. Jetzt weiß ich, was damit gemeint ist. An einem anderen Ort müsste jetzt normalerweise funktionieren. Den Saurier vorzubereiten für Jurassic World. Produkt wird transportiert. Ja, genau. Ich hoffe, dir steht der Sinn nach etwas Aufregung. Mir jedenfalls. Heute müssen wir mehrere Saurier derselben Spezies einfangen und wieder unter Kontrolle bringen. In einem Gehege. Es kann sofort losgehen, wenn du magst. Was du solltest. Okay. Fange und sperre die folgende wilde Spezies ein, Stegosaurus. Und zwar 4 Stück. Ja. Dann schauen wir noch mal. Den steuern wir selber. Okay, sie haben es geschnallt. Oh komm, das kann jetzt nicht wahr sein. Ja, der Pfeil senkt sich immer so leicht nach unten. Aber auch den habe ich jetzt. Jetzt fehlt mir der hier. Okay. So, also einer ist es noch und den kriegen wir jetzt auch noch.
Wo ist denn der hier? Pass mal auf. Kehrt nicht zurück. Aufgabe zuweisen. Dann soll er sich den auch noch schnappen. Und wir transportieren in der Zwischenzeit schon mal die hier ab. Dann geht es jetzt hier quasi hier rüber. Produkt muss eingesammelt werden. Und dann nehmen wir den hier. Und auch hier rüber. Und den hier. Auch hier rein. Moment. Machen wir hier. So. Und den letzten Stegosaurus auch noch reinpacken. Produkttransport wird durchgeführt. Anlage B. Produkttransport im Gange. So, die kommen jetzt alle rüber. Ich würde sagen, wir können ein bisschen die Zeit vorlaufen lassen. Da haben wir die anderen noch. Hier vier Stück sind unterwegs. Jetzt werden sie abgesetzt. Und rein mit euch. So. So, also die Kameraden sind drin. So, jetzt Moment mal, warum 3 von 4? Wo ist jetzt der vierte? Sind alle hier? Sind immer noch 3 von 4. Also ich zähle 1, 2, 3, 4 zähle ich jetzt. Und was läuft jetzt da falsch? Jetzt kommt auch schon unser Ranger-Team. Müsste doch das jetzt irgendwie erkennen. Stegosaurus, 3 von 4. Nee, hier ist ja auch nichts mehr. Das sind alle gewesen. Der ist jetzt bestimmt irgendwo falsch abgesetzt worden oder sonst irgendwas. Also 1, 2, 3. Ja, und hier ist der vierte. Hier. Also irgendwas hat jetzt hier nicht funktioniert. Aber was? Was ist das Problem? Der bewegt sich gar nicht hier. Was ist das Problem jetzt? Was stimmt hier nicht? Fange und sperre die folgende wilde Spezies ein. 3 von 4 Stegosaurus. Ah, okay. Ja, jetzt hat er es aber doch kapiert, was da los ist. Gleich weiter mit den nächsten Aufgaben. Du bist verantwortlich für einige Statusprüfungen und solltest das Wohlbefinden der Saurier erhöhen. Alles Routine. Das sollte dir keine Schwierigkeiten bereiten. So. Okay. Nimm bei dem Stegosaurus. Erhöhe den Komfort der Spezies von Stegosaurus auf 90%. Gut, der hat natürlich jetzt einen fehlenden Wald. Und, oh, wir sind schon am Ende unseres Videos, merke ich gerade. Ich mache noch den fehlenden Wald und dann würde ich sagen, ist hier auch erstmal Schluss. Fehlender Wald hier. So. Gemahlener Faserstoff. Okay.
Okay, gemahlener Faserstoff. Gemahlenes Blatt. Gemahlener Faserstoff. Bitteschön. So. Dürfte doch jetzt eigentlich passen. Jetzt fehlt wieder gemahlene Frucht. Das ist jetzt wieder das nächste, gemahlene Frucht. Das ist aber auch überhaupt nicht einfach hier. Probieren wir es mal hier, gemahlene Frucht. Ich mag es, meine Saurier im Auge zu behalten. Ich finde nur nicht so viel Zeit dafür, wie ich gerne hätte. Aber dafür habe ich ja dich. Wirf ein Auge auf diese Tiere. Okay, die Zeit läuft jetzt runter. Normal müsste es jetzt in 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jetzt. Diese Saurier sind bereit für den Umzug zur Halteanlage. Lass sie nicht warten. Oder mich, was das angeht. Ja, genau. Und ich würde auch sagen, an der Stelle ist erstmal Schluss mit Jurassic World Evolution in unserer ersten Folge hier zu Anlage B in der Chaos-Theorie. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Jurassic World Evolution 2 mit eurem Ortega. Bis dahin, bye bye.